Da möchte man doch einfach nur nett in den Urlaub fliegen und dann das. Das blöde Flugzeug stürzt ab und man findet sich mir nichts, dir nichts wie Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel wieder. Leider ohne Freitag, zumindest am Anfang. Doch wo sind wir und was sollen wir hier tun? Diese Fragen stellt man sich anfangs bei Lagunia, dem neuesten Browsergame von InnoGames. Nun, wir von Games Dynamite nehmen die Herausforderung an und schauen mal, wie gut wir für das Inselleben gerüstet sind. Wir finden uns am Anfang im Wasser wieder, nehmen uns das abgestürzte Flugzeug und viel Nebel drumherum. Den müssen wir erst einmal ein wenig lüften, also ein Stück der Insel erkunden. Nun sollen wir ein Lagerfeuer errichten. Dazu müssen wir dies erst einmal planen, also darüber nachdenken, wie wir das am besten machen. Dann den Ort dafür aussuchen und die benötigten Materialien heranschaffen, in diesem Falle Holz. Das finden wir, indem wir Bäume untersuchen. Haben wir alles zusammen, können wir das Lagerfeuer bauen und bekommen als Belohnung ein paar Erfahrungspunkte und das Feuer als Energiespender. Jede unserer Taten, ob planen, bauen oder untersuchen, kostet uns Energie. Diese müssen wir dann und wann wieder aufladen und dafür gibt es extra Gebäude, wie zum Beispiel das Lagerfeuer oder das Fischernetz. Diese regenerieren sich nach der Ernte der Energiepunkte nach einiger Zeit wieder. Wollen wir das beschleunigen, bauen wir beim Lagerfeuer noch einen Holzstapel und eine Hängematte dazu, sozusagen als Upgrade. Haben wir genug Erfahrungspunkte gesammelt, steigen wir eine Stufe auf und es werden neue Gebäude freigeschaltet und wir können neue Materialien finden. So können wir ab Level 5 zum Beispiel beim Flugzeug auch Öl und Metall ernten, was vorher nicht möglich war. Einige Rohstoffe müssen wir erst selber herstellen, um sie dann weiterverarbeiten zu können. So braucht das Floß Hanf. Den bekommen wir aber erst, indem wir ein Feld anlegen und Samen besorgen, diese aussehen und den Hanf später abernten. Oder wir müssen eine Schmiede bauen, um Ruß und Nägel als weitere Baustoffe zu bekommen. Das Klima ist auf so einer Insel schon sehr rau und das merkt man auch an den Gebäuden. Eine regelmäßige Reparatur ist leider unerlässlich, was aber auch bedeutet, umso mehr Bauten man besitzt, umso mehr muss ausgebessert werden. Es gibt natürlich auch, wie bei einem kostenlosen Browsergame üblich, in Lagunia Premium Optionen. Also die Möglichkeit, sich durch, in diesem Fall durch den Kauf von Perlen, durch echte Euros, einen Vorteil zu verschaffen, beziehungsweise alles etwas zu beschleunigen. So wollen wir in diesem Fall mal nicht warten, bis das Feuer erst in ein paar Minuten entfacht ist und helfen mit ein paar Perlen nach. Es gibt im Spiel eine begleitende Geschichte. Angefangen mit dem Flugzeugabsturz, wird sie bei bestimmten neuen Ereignissen weitererzählt. Unser Leuchtfeuer hat lange genug gebrannt und wir wurden entdeckt und bekommen Besuch von einem weiteren Insulaner oder Insulanerin. Das liegt an uns, denn von nun an können wir beide Personen steuern und vor allem können beide in Sims-Manier Freunde werden oder sogar mehr. Und das, indem wir sie miteinander reden lassen oder flirten. Das kostet beides Energie und wir müssen unsere Energiepunkte nun auf zwei Personen aufteilen. Neben den eigentlichen Aufgaben können wir auch immer mal Dinge nebenher unternehmen. So wird dann und wann mal eine Flaschenpost mit einer Nachricht angespült oder wir können auf Schatzsuche gehen. Bei der Suche unter den Palmen wird gelegentlich auch eine Holzkiste gedroppt. Bei Felsen oder Bäumen auch mal ein paar Perlen. Mit der Info zur Person wird auch das Alter und das zu erwartende Alter der Inselbewohner angegeben. Was bedeutet, man ist nicht ewig auf der Insel, sondern die maximale Lebenserwartung zum jetzigen Alter dazugerechnet, wird unser Robinson Crusoe nicht älter als Anfang 50 werden. Das Inselleben schlaucht halt schon ganz schön. Aber keine Angst, mit der richtigen Partnerin gibt's ja auch Nachwuchs und es geht weiter mit der nächsten Generation. Da ein Browserspiel natürlich auch von der Interaktion mit anderen Mitspielern lebt, können wir uns schon nach recht kurzer Zeit ein Boot bauen und andere Mitspieler auf ihrer Insel besuchen und uns staunend umschauen, was diese schon alle vollbracht haben. Mein Fazit? Ich gebe zu, ich war am Anfang etwas skeptisch, ob so ein Robinson Crusoe Spiel Spaß machen kann, es genug Motivation für ein längeres Spiel bietet. Ich kann nur sagen, die Skepsis ist verschwunden. Das nenne ich mal nach dem ganzen Einerlei im Browser-Game-Genre ein wirklich innovatives Spiel. Der Aufbaupart verbunden mit den Sims-Komponenten ist toll gelöst und selten schafft es ein Entwicklerteam jemanden so zum Weiterspielen zu motivieren wie InnoGames bei Lagunia. Danke dafür.